Gerald Hauser von der FPÖ. Und Kollegen, der Herr Dr. Saxinger hat gerade festgestellt, dass die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, alles genau geprüft hat. Okay. Die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, ist ja zuständig für die Überwachung und Beurteilung der Arzneimittel in der Europäischen Union. Und sie ist auch für die Zulassung zuständig. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, Herr Dr. Saxinger, wer dieser EMA vorsteht. Nämlich seit 16. November 2020, bevor überhaupt über Impfungen und die Zulassung von Impfungen diskutiert wurde, eine gewisse Frau Dr. Emma Cook. Ja, es ist alles nachzulesen. Ja. Und die Frau Dr. Emma Cook, die am 16. November 2020 zur Vorsitzenden der EMA bestellt wurde, ist verantwortlich für ein Budget im Jahr 2020 von ungefähr 306 Millionen Euro. Und wissen Sie, wie das Budget zustande kommt? 91% dieses Budgets kommt aus Gebühren der Pharmaunternehmen. Okay, so weit, so gut. Und wenn man sich jetzt den Lebenslauf der Frau Dr. Emma Cook anschaut, darf ich Ihnen mitteilen, und schauen Sie sich das einmal an. Sie ist seit 1985 in verschiedensten Positionen der Pharmaindustrie tätig gewesen. Interessant ist weiterhin, dass sie von 1991 bis 1998 Vorständin der FBA war. Ja? Und wissen Sie, was die FBA ist? Die FBA ist die Lobbying-Organisation der größten europäischen Pharmakonzerne. Und wissen Sie, sie hat 8 Jahre lobbyiert für die Big 30 der europäischen Pharmaindustrie. Und wissen Sie, wer ihr Auftraggeber war? Raten Sie einmal, Herr Doktor. Ich sage es Ihnen gleich, wenn Sie es nicht wissen, aber Sie können das erraten. Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Johnson & Johnson und so weiter und so fort. Also, die Frau Dr. Emma Cook, die Mitte November 2020 zum Vorstand der EMA bestellt wurde, hat ihr ganzes Leben für die Pharmaindustrie gearbeitet. Sie hat für die Pharmaindustrie geschäftsführend lobbyiert und ist nun für die Zulassung und für die Kontrolle und für die Wirksamkeit von Impfstoffen, so auch wie für AstraZeneca, zuständig. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, was würde man als nicht einmal geübter Parlamentarier zu seinem Fall sagen? Was würde man da sagen? Glatte Insidergeschäfte, glatte Vetternwirtschaft, Bestechlichkeit, alles Mögliche, so ist es. Bitte denken Sie darüber nach, wenn Sie zukünftig die EMA hernehmen als Beweis für die Richtigkeit der Prüfung medizinischer Medikamente. Gerald Hauser kritisiert Emma Cook, die Direktorin der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, weil Cook lange für die Pharmaindustrie lobbyiert hätte.